Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Ja, ich will jetzt nochmal zurück nach Gotha und da mal nachfragen, so, habe ich die Bestie getötet? Das war ja so ein Drache. Also ich gehe mal von aus, dass es der Drache war, den wir jetzt vorweggenommen haben. Ich hasse diese Ruckler hier. Also es kann ja nur der Drache gewesen sein. Diese Bestie. Daher gehe ich jetzt nochmal nach Gotha und frage da mal nach, wie das jetzt damit aussieht. Ob das wirklich das war, was wir erledigen mussten. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer vielleicht mal zu googeln, was das sein könnte. Denn wir waren ja jetzt schon hier überall. Also Redok, Nemora, Okara und dieses Gebiet hier. Deswegen frage ich mich jetzt, was könnte die Bestie sein? Wenn es nicht der Drache war. Deswegen möchte ich jetzt einmal mit Milton oder Gorn oder Lee oder wen auch immer reden. Ob mir einer von denen sagen könnte, was das sein könnte. Denn wirklich, ich glaube, es kann nur der Drache gewesen sein. Der vielleicht etwas zu früh da war. Oh, diese Ruckler. Ich hoffe, in Arcadia gibt es dann weniger Ruckler. Ich hoffe wirklich, das Spiel läuft flüssiger. Und ich bin froh, dass wir hier Götterdämmerung in 20 bis maximal 30 Folgen durchkriegen. Weil es sieht ja schon so stark danach aus, als wäre es gleich schon zu Ende. Wir müssen nur noch die Bestie besiegen und danach vielleicht so zwei, drei Quests, die hoffentlich nicht meine Zeit verschwenden. Ich fällt jetzt ein, wir hätten uns auch teleporten können. Ja, egal, jetzt sind wir hierhin gerannt. Dann ist es halt so. Dann sind wir jetzt mal gerannt. Und haben unsere Energy Drinks verbraucht. Du solltest meinen Rat annehmen. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So. Gucken wir mal, was Gorn, Lee, Milton und so weiter zu sagen haben. Ich hoffe wirklich, es war der Drache. Oder Errol? Wir passen auf. Ja, pass auf. Okay, hier ist kein Milton. Wo ist ein Milton? Wo ist Gorn? Wo ist Lee? Wo sind die? Wo sind die alle? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja, ich würde nur gerne wissen, wo. Ich weiß nicht, ob wo ich zu tun habe. Töte die Bestie. Ja, es sieht alles danach aus. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie aufgetaucht sein könnten? Nein, ich war nicht Teil der Beschwörung. Von daher habe ich auch keine Ahnung, wo die Bestie sein könnte.
Du hast den Beschwörer gesehen. Glaubst du, er war mächtig genug, um für einen kurzen Schlaf der Bestie zu sorgen? Er mag zwar sehr mächtig gewesen sein, aber die Bestie ist das mächtigste Wesen, das jeden Mythaner herbeigerufen wurde. Wie lange sie schlafen wird, kann niemand mit Sicherheit sagen. Gut, dann werde ich nach der Bestie suchen. Wir kommen mit dir. Nein, du musst mit Gorn nach... Ah, Vanguard. Vanguard sind die. Vanguard war da. Ich weiß, Mann, ich weiß. Okay, dann gehen wir nach Vanguard. Und nicht Gotha. Von Vanguard haben wir keinen Teleportstein. So, dann ist jetzt wirklich die Frage, war der Drache wirklich die Bestie? Eigentlich schon krass, wie nah die doch aneinander sind hier. Gotha und Baring. Ach nö. Ist noch einer hier in der Nähe? Ne. War nur der eine. Ach, die sind auch wieder da. Alter, der Stuhl geht mir auf den Sack. Der rutscht jetzt die ganze Zeit nur noch runter. Also ich muss wirklich schauen, dass ich den präpariere. Der darf gar nicht mehr runterrutschen. Irgendwas ist da kaputt. Dass der da immer wieder hier sich runterrutschen lässt. Ich hoffe, die Nashörner lassen mich in Ruhe. Nein, nicht ruckeln. Hör auf. Gucken wir mal, wo Milton und so weiter sind. Aber ich frage mich jetzt auch, was jetzt wirklich mit Diego und Lester sind. Ist. Wo sind die denn eigentlich? Würde die auch gern wiedersehen. Okay, die scheinen alle dort zu sein. Tja, da haben wir ein Milton? Problem. Störe mich nicht. Erstmal Pause machen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Für einen starken Kämpfer mit großen Waffen werden? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Dann wollen wir mal. Unermüdlicher Läufer, okay. Wie ich mich vor Krankheiten schütze? Was kann denn schon groß passieren? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Okay, kein Text. Das hat uns gerade noch gefehlt. Vergiftschütze? Zeig mir, wie ich mich vor Gift schütze. Nur weiter so. Und Krankheit. Zeig mir, wie ich mich vor Krankheiten schütze. Gut. Und es kommt noch schlimmer. 7 Lernpunkte hätten wir noch. Jetzt ist Akrobatik lernen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Trotzdem gefällt mir wie ein Paladin zu kämpfen. Wie ich mich selbst heilen. Ah, Mist!
Das hätte ich dir vorher sagen können. Aber okay, das speichern wir. Dann haben wir die beiden jetzt nicht schon mal. Richtig, aber trotzdem geht aber es weiter. Hast du nichts Mögliches? Stör mich nicht. Erstmal Pause. Hast du nichts zu tun? Das hat uns gerade noch gefehlt. Aber ganz ehrlich, wie... Welche Bestie? So, Karte des Beschwörers. Okara waren wir. Nemora? Redok. Und das hier. Bei Trelis. Wo muss ich hin? Jetzt, also wirklich jetzt. Ich würde jetzt dann noch mal nach... Fangen wir mal mit... Nemora noch mal an. Denn welche Bestie muss das sein? Oder zählt auch das Gebiet hier oben? Freie Fläche. Ich speichere noch einmal. Vielleicht muss ich auch die Urviecher und so kaputt hauen. Da ist das nächste große Urvieh. Da. Da. Hat nur Minimalschaden gemacht. Ich speichere noch einmal. Mal gucken, wie wir gegen den jetzt ankommen. Okay, nicht so gut. Urvieh, Alter, der Stuhl. So. Aber ist das wirklich das Urvieh? Da! 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 Hier wegrennen ging jetzt auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass es die Urviecher sind. Aber wo muss ich suchen? Ich bin noch in dem Gebiet. Okay, es kann also auch hier oben irgendwo sein. Kann ich da hoch? Da war es doch gerade ganz knapp. So, Uffi. Jetzt ist die Frage, kommen die überhaupt hier alle hoch? Bleib weg. Ich komme hier nicht ran, okay. Das eine andere Urvieh da ist da hinten weg, okay. Pfeile, die insgesamt eigentlich fressen. Die tun schon mal auf jeden Fall glitschen.
So, ein oder zwei Schüsse. Gut, dass wir mehr als genug Pfeile haben. Ja, aber ernsthaft. Welche Bestie suche ich? Heißt die dann vielleicht auch Bestie? Und was war das dann eigentlich mit dem Drachen, wenn der nicht die Bestie war? Wie Leben hat's noch? Ah, okay. So. Alle erledigt. Also zumindest die beiden. Da kriege ich nur Zähne raus. Also, ja, Zähne. Nein, nicht runterfallen. Schön da oben bleiben. Ich hoffe, der kommt da jetzt nicht hoch. Okay, schön, der bleibt da auch unten. Aber ist das ja auch wirklich richtig hier? Komm. Immer schön auf den Kopf zielen, eigentlich. Okay, alle drei erledigt, die hier oben waren. Okay, noch ein paar Ripper. Auf was schlägst du? Auf den scheiß Hasen, ernsthaft? Der wollte auf den scheiß Hasen rumboxen? So, aber ich glaube, hier oben ist er doch nicht, oder? Bin da hoch. Ich glaube, hier ist nicht die Bestie.
Nee. Nemora ist falscher Anhaltspunkt, glaube ich. Nemora, dann Okara. Ich schaue noch mal um Okara herum. Vielleicht auch oben bei Okara. Unten waren wir ja schon. Ich speichere vielleicht noch mal. Obwohl ist es ja nur der Name eingekreist. Hier ist das einzige Stelle, wo kein Name eingekreist ist. Bei Treles. Also eigentlich würde nur Treles richtig Sinn ergeben, oder nicht? Und wir porten uns mal nach Treles. Ich glaube, das würde wirklich als einziges Sinn machen. So, in diese Richtung wäre das. Kann es sein, vielleicht, dass es sogar die große freie Wiese ist bei Treles? Denn alles andere würde wirklich gar keinen Sinn machen. Die Mora sind schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was stark ist. Oder da oben. Die Mora sind eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Da hinten. Die Fläche. Oder muss das in einer Höhle sein? Taucht das in einer Höhle auf? Jetzt geht er hoch. Ich glaube, von hier kommen wir nicht da hoch. Oder? So, jetzt sind wir hier oben, aber hier ist nichts. Was soll denn das dann für eine Bestie sein? Was war das hier für eine Straße? Das führt Richtung Kap Dun. Kann er mal rennen? Nee, ich habe keine Ahnung. Doch vielleicht noch mal. Denn hier waren ja diese Viecher. Diese. Mit den komischen Namen.
Und das hier ist ja auch im Grunde eigentlich eine Höhle, wo... wo rein theoretisch eine Bestie Platz hätte zu spawnen. Sind die Wölfe oben oder in einer Höhle? Vielleicht doch hier. Was ist das denn? Okay, das ist die Bestie. Uralte Bestie. Das ist die Bestie, okay. Alter, und ist richtig schnell hinter mir her. Wo ist die Bestie jetzt? Was ist das? Noch mehr Troglodyten. Wo ist die Bestie jetzt wieder hin? Okay, also Redog. Einmal kurz abhauen. Okay, der eine ist runtergefallen, zum Glück. Weg mit deinem Zauber. Alter. Wie overpowered will man sein? Okay, mit dem Schwert kann ich nichts anrichten. Und ich hoffe, der bleibt da stecken. So, vielleicht einmal so ranzoomen. Kann ich vielleicht besser zielen? Ah so, der ist in den Boden gedingst. Ja, super. Alter, ich kann nicht einmal. Der ist noch hinter mir her. Wie soll ich das jetzt machen? Anstellen? Habe ich irgendwie Zauber oder so, die gegen ihn was bringen können? Eine Lanze aus reiner Energie? Wo ist er? Warte mal, dann
Vielleicht damit? Mit dem Flammenschwert? Ja, dann bleib da hängen. Mistviech. So, die müsste ich doch mit dem Flammenschwert fertig kriegen. Da! Okay, wie besiege ich das Viech? Es muss eine Schwachstelle haben. Und es rennt schon auf mich zu. Noch mal ein paar Heiltränke trinken. Der hat aber immer wieder einen Fokus auf mich. Alter, was? Wie hat er mich jetzt so gekillt? Was hat er für eine Schwachstelle? Beziehungsweise jetzt erst einmal zurückrennen. Oder warte mal, wir werden so oder so gleich drauf gehen. Ich renne mal in diese Richtung. An ihm vorbei. Mit dem Schwert. Ich steckte gerade fest, die letzten paar Meter. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich an ihm vorbei kann. Sein Dingens nervt mich. Also, was hat der für eine Schwachstelle? Feuerball. Ich würde das hier mal versuchen. Okay, Feuerball bringt ein bisschen was. Ah nein, ich wollte Mana, nicht den Heiltrank. Mist. Der ging daneben, ja super. Ich habe kein Mana-Tränke, hä? Ich habe die, glaube ich, alle schon verdingst. Mana? Hallo, noch ein. So, nochmal Feuerball. Wo ist der Akolyt? So, natürlich. So, warte mal, dann jetzt das hier ausprobieren.
So. Tier zähmen. Eislanze. Ja? Nein, mein Mana. Okay, wir sind wieder aufgeladen und... Hallo, trink den Scheiß. Wer, er hat sich jetzt aufgeladen? Ja! Speichern. Wir haben ihn besiegt. Die Bestie. Alter, was ist das denn für ein Viech? Wirklich, was ist das für ein hässliches Viech? Sechs. Ne, wie viele sind. Wie viele kommen da von denen jetzt? Von den Troptolyten. Das sind echt zu viele. Ich lass die mal hier in Ruhe. Also war nicht der Drache die Bestie, sondern was auch immer das war. So, ich esse dafür jetzt mal kurz was. Und dann machen wir uns auf den Weg wieder nach Vanguard. Aber was war dann? War der Drache einfach nur irgendwie so ein Zwischenboss, der einfach hier random platziert wurde? Und ich finde es krass, dass mit Magie die alle... doch einigermaßen einfach zu besiegen sind. Ich glaube, sollte ich... die Urviecher wieder. Was ist das genau für ein Urvieh? Ein ganz normales Urvieh, okay. Nur in einer anderen Farbe. So, nochmal ein Energy. Und dann rennen wir mal da runter. So, komm. Ach, hör auf zu ruckeln. Aber die eine Bestie sah aber auch richtig hässlich aus. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Quest, dass ich diese Aktolotüten da auch noch erledigen soll. Lass mich in Ruhe.
Ich ruhe mich ein wenig aus. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Es ärgert mich, dass Taurus entwischt ist. Wir haben dich enttäuscht, mein Freund. Taurus wird seine Strafe schon noch kriegen. Du hast Vanguard beschützt. Und das ist, was zählt. Ohne dich hätten wir es nie geschafft. Deine Taten haben all das hier erst möglich gemacht. Ich habe mich als Hüter dieses Landes nicht beweisen können. Ich will, dass du meinen Platz in Vanguard einnimmst und die Zukunft Myrtanas bestimmst. Ich will, dass du unser neuer König wirst. Bist du dazu bereit? Ja, ich bin bereit. Meine ewige Treue ist dir sicher. Nimm Moment, was? Wieso heißen wir jetzt auf einmal König Roba? Also, dass das einfach so entschieden wird? Gute Arbeit, Milton. Gute Arbeit, Milton. Naja, Taurus ist uns leider entwischt. Der kommt auch noch dran. Keine Sorge. Myrtana steht jetzt eine bessere Zukunft bevor. Und das ist die Hauptsache. Ja, und das haben wir dir zu verdanken. Aber es gibt noch viel zu tun. Vieles muss sich noch verändern. Und mit dir an der Spitze werden wir es schaffen. Was meinst du damit? Es war dein Traum, Myrtana zu einen. Und du hast dieses Ziel unnachgiebig verfolgt. Also steht es auch dir zu, das Land jetzt zu führen. Als König. Verstehe. Ich will in Myrtana ein neues Zeitalter des Friedens und Fortschritts einläuten. Das Land wurde viel zu lange missbraucht. Es ist Zeit für Veränderungen. Große und dauerhafte Veränderungen. Wirst du unser neuer König werden? Bist du dazu bereit? Ich bin bereit. König Roba, ich bin dein ergebener Diener. Dein Thron erwartet dich. Wieso heißen wir auf einmal König Roba? Die Bestie ist Geschichte übrigens. Die Bestie ist Geschichte. Mann! Und ich hab wieder alles verpasst! Taurus ist auch entwischt. Ach! Ach, kümmere dich nicht weiter um Taurus. Du wurdest hier in Vanguard gebraucht. Die Hauptstadt musste beschützt werden. Und was Taurus angeht, den werden wir uns schon noch vorknüpfen. Du hast recht, wie üblich. Danke. Zeit, unsere Pläne in die Tat umzusetzen. Warte mal. Vorher gibt es noch was anderes. Ich glaube, ich will das gar nicht. Ich will dir die Treue schwören. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Und deshalb will ich Myrtana dienen mit dir als meinem König. Bist du bereit, mein König zu sein? Ich bin bereit. König Roba der Dritte. Hiermit gelobe ich dir die Treue. Aber jetzt schwing dein Hintern auf den Thron. Wenn der König auf seinem Thron Platz nimmt. Was? Warum gibt es keine Erklärung, warum wir auf einmal König Roba der Dritte heißen? Ich weiß, dass wir auf einmal so heißen werden, irgendwann so. Aber das gab gar keine Erklärung. Null, nichts. Ich kann hier noch die Deserteure töten, ich habe aber gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich. So, für eine Myrtana. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Auf einmal, warum wollen wir auf einmal König sein auch? Ich habe für dieses Land gekämpft und Blut vergossen. Ich habe zahllose Hürden überwunden, um ein neues Myrtana zu schaffen. Nun will ich ihm für immer dienen. Und ich werde es für alle Zeiten beschützen. Ein neues Zeitalter bricht an. Hiermit beanspruche ich die Herrschaft über Myrtana. Ich ernenne mich zum Gebieter des neuen vereinten Myrtana. Ich bin König Roba der Dritte, einzig rechtmäßiger Herrscher über ganz Myrtana. Ja. Dann haben wir das jetzt abgeschlossen, beendet. Und das Ende ergab für mich gar keinen Sinn. Warum wurden wir... Also, vor allem... Es war doch nie das Ziel vom Helden, König zu werden oder so. Vor allem auch... Gothic 1, er wollte da einfach nur raus aus der Scheiße.
In Gothic 2 war das dann irgendwie so, Xardas hat ihm gesagt gehabt, hier, er muss da diese Drachen aufhalten und so weiter, so. Und er hat einfach nur befolgt. Klar, der hatte auch irgendwie so seine schlauen Sprüche parat und so. Aber im Grunde, der Held war nie eine Führungskraft. Er hat nur befolgt. Zwar hat er seine Ziele verfolgt und so weiter, aber der... Und klar, man muss sich immer noch im Hinterkopf halten, das waren keine... Also das Spiel ist so oder so aus der Lore raus, irgendwie so. Vor allem, ich verstehe nicht, was haben sich die Entwickler da gedacht von der Story her? So. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich weiß nicht wirklich, also... Es ergibt für mich einfach gar keinen Sinn. Vor allem der Name König Robert III., der kam einfach so aus dem Nichts, aus der Luft gegriffen. Es gab keine Erklärung oder so, gar nichts, warum wir auf einmal so heißen. Also ich sag so, ich werde Gothic 3 werde ich auf jeden Fall nochmal spielen, aber Gothic 3 Götterdämmerung werde ich nicht noch einmal anfassen. So, weil ich mag schon Spiele, wenn die von der Lore her so schlüssig sind. Ich hoffe jetzt nur, Arcania ist nicht bei weitem so schlimm. Ich habe bisher unterschiedliche Meinungen dazu gehört. So, Arcania gehört ja auch nicht mehr zur Lore, aber trotzdem. Ich habe Angst davor, was da auf mich zukommt. Und ja, ich würde da, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur verwirrt. Und ich kann die Enttäuschung von der Gothic Community auf jeden Fall verstehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch sehr enttäuscht, sagen wir so. Vor allem, weil vieles hier einfach gar keinen Sinn ergibt. So, da sind Tester. Warum haben die nicht gesagt gehabt, so dass das irgendwie Bullshit ist, was die Entwickler da gemacht haben? Aber egal, ich klinke mich jetzt hier aus und dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Vielleicht auch in Arcania, also Arcania werden wir auch noch uns antun, aber... Dann war es das auch mit den beiden Spielen, also Götterdämmerung und Arcania. Gothic 1, 2 und 3 werde ich definitiv nochmal im Stream spielen. Gothic 1 haben wir sogar schon im Stream gespielt, 3 Durchläufe gemacht. Aber 2 und 3 werden wir noch machen. Aber ich klinke mich jetzt aus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Dann sehen wir uns entweder in Arcania wieder oder in einem anderen Let's Play. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Thank you.
Irgendwann ist das auch vorbei. Das gibt doch nur wieder.